In dieser Woche hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze ihren Bericht zur Lage der Natur vorgestellt. Sie hat dargestellt, dass wir Probleme haben im Bereich des Artenschwundes, auch im Rückgang an wertvollem Grünland. Und sie machte da einen Sündenbock aus, die Landwirtschaft. Neben mir steht Klaus Borde. Er ist Vorsitzender der Landwirte im Bereich des Deutschen Bauernverbandes hier im Landkreis Leer. Habt ihr Schuld? Nur eine Teilschuld höchstens. Und wir machen ja alles mit. Wir würden gerne helfen, dass es besser wird. Nur eine Teilschuld, sagt er. Ja, 23% der Veränderungen in der Natur ist auf Landwirtschaft zurückzuführen. Aber 77% hat andere Gründe. Sind die erwähnt worden? Du hast den Bericht ja auch gelesen. Nee, mit keiner Silbe. Und das macht uns wirklich zu schaffen. Das nagt auch in unserem Selbstverständnis. Genau, das Dilemma war, dass also der Mehrzahl der Gründe, wie zum Beispiel Lichtverschmutzung, Versiegelung der Landwirtschaft, die Trockenheit, überhaupt nicht erwähnt wurde. Gerecht ist etwas anderes. Und da fragt man sich, geht es wirklich am Ende um die Natur? Meine Frage an dich, du bist bewirtschaftetes Grünland. Ist es für Grünland gut, überhaupt nicht mehr bewirtschaftet zu werden? Das wünscht sich ja die Bundesumweltministerin. Ich denke, da ist sie auf dem Holzweg, denn nur ein bewirtschafteter Boden hat ein intaktes Bodenleben. Ein gedüngter Boden, organisch gedüngter Boden, mit Humusaufbau, viel Humus, dann hat man aktives Bodenleben. Man hat hier zu viele Beispiele, wo die Natur auch weggeschützt worden ist. Weggeschützte Natur heißt rigide Auflagen. Und dann entsteht auf Grünland eben leider nicht dieses satte Grünland, was wir kennen, sondern da wächst dann auch mal eine Binse, eine Brennnessel. Da fühlen sich übrigens dann auch Kiebitze und Schnepfen nicht unbedingt wohl. Oder ist das so das Feld, auf dem sie sich dann annisten würden? Nee, es ist tatsächlich so, der Kiebitz, der braucht die intensiv genutzten Flächen, relativ kurze Flächen, die in gutem Pflegezustand sind. Die einzelne Brennnessel oder mal eine Binse stört sie sicher nicht, aber eben, wenn es zu stark verbinst ist, ist zu viel Schutz da für Prädatoren, dann meiden die solche Flächen. Das heißt, der Kiebitz, über den Frau Schulze gesprochen hat, braucht eine intensiv gepflegte Fläche. Wenn Frau Schulze sich informiert hätte, hätte sie es gewusst oder vielleicht wusste sie es und will es nicht wahrnehmen. Beides wäre schlimm, denn am Ende brauchen wir ja genau diesen Artenreichtum. Das schützt ihr hier oder dafür tut ihr etwas? Kannst du das Projekt beschreiben? Ja, wir machen hier mit vielen Landwirten in der Region schon seit 8 oder 9 Jahren aktiv Küken- und Gelegeschutz mit. Wir werden von einem Ingenieurbüro betreut und die suchen die Nester auf. Und wir kriegen jedes Jahr die Rückmeldung, wo die Erfolge liegen, wo Defizite sind. Und wir verbessern das System ständig. Wir sind jetzt seit 2 Jahren dabei, dass wir verschiedene Flächen eingezäunt haben, um da die Prädatoren von den Flächen fernzuhalten, um dann auch den Schlupferfolg zu erhöhen, aber auch den Aufzuchterfolg der Küken. Denn auch die Küken sind bedroht durch Fuchs, Marder und andere Fressfeinde. Durch Fuchs und Marder und ihr mäht dann außenrum? Oder wie macht ihr das? Zum Teil wird außenrum gearbeitet, gerade in der Brutzeit, falls wir dann noch Frühjahrsarbeiten machen. Aber es gibt auch Flächen, die generell liegen gelassen werden, die dann einfach 3, 4 Wochen später gemäht werden, wenn die Küken flügge sind und fliegen können. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und wir sind so weit, dass wir 70-80% der geschlüpften Küken durch späte Maat schon schützen. Das ist eine sehr, sehr hohe Quote. Mit einem Riesenerfolg. Und daran zeigt sich, in dem Bericht von Frau Schulze war eines richtig, ja, der Kiebitz geht zurück. Aber das, was sie an Schutzmaßnahmen formuliert, wäre falsch für den Kiebitz. Danach will sie alles artenreiche Grünland unter Schutz stellen. Es dürfte nicht mehr bewirtschaftet werden und damit wäre der Artenreichtum dann auch weg. Das wäre das eine. Und das zweite ist, dass sie dem Grunde nach die Pflege durch Landwirte verbieten will, aber nichts tun möchte gegen die eigentlichen Feinde und das sind Fuchs und Marder. Das heißt, wem es wirklich gelegen ist an Artenreichtum, an Biodiversität und das brauchen wir als Gesellschaft und die Landwirtschaft, der sollte eines tun, bitte endlich die Scheuklappen ablegen und mit den echten Fachleuten sprechen und die stehen hier. Vielen Dank, lieber Klaus Borde. Kein Problem.